Ayrton Senna ist einer dieser legendären Formel-1-Fahrer und ist immer noch im Herzen vieler Fans. Zu seiner Hochzeit gab es auch ein Spiel mit seiner Namenslizenz und angeblich hat er da auch mitgearbeitet. Wie die Zusammenarbeit aussah, bleibt natürlich fraglich. Aber lass uns mal hineinschauen, wie sich das Spiel eigentlich so spielt. Was taugt Ayrton Sennas Super Monaco Grand Prix 2 für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Sega programmiert und natürlich auch selbst 1992 weltweit veröffentlicht. Neben der Version für den Game Gear erschien auch eine Variante für das Master System und die Mega Drive. Die Lizenz musste immerhin ausgeschlachtet werden. Ja, was erwartet euch wohl bei einem Spiel mit diesem Namen? Natürlich ein Formel 1 Rennspiel. Wenn ihr das Spiel startet, werden euch erst einmal zwei Optionen angeboten. Einmal den Grand Prix und einmal Practice. Zum ersten kommen wir gleich und schauen wir uns jetzt erst einmal den Practice Modus an. Wie der Name schon sagt, könnt ihr hier die vielen verschiedenen Strecken frei ausprobieren. Diese sind immer thematisch nach Ländern sortiert und sind recht vielfältig an der Anzahl. Habt ihr euch für eine Strecke entschieden, könnt ihr euch auch noch Tipps von den namensgebenden Patronen Senna selbst geben und euer Auto etwas anpassen. Das Ding ist aber etwas spektakulärer als es eigentlich ist. Ihr könnt euch zwischen der manuellen und der Automatik entscheiden, welchen Motor, welche Reifen und welchen Spoiler ihr haben wollt. Es werden euch dabei immer zwei Varianten angeboten, die sich unterschiedlich auswirken. So ist eine Automatikschaltung natürlich recht bequem, drückt aber eure Höchstgeschwindigkeit etwas herunter. Habt ihr denn alles ausgewählt bzw. angepasst, geht es dann los mit dem Rennen. Die Steuerung ist dabei relativ simpel. Mit einem Knopf gebt ihr Gas, mit dem anderen bremst ihr. Habt ihr die manuelle Schaltung ausgewählt, könnt ihr mit eurem erneuten Druck auf Gas oder Bremse hoch oder runter schalten. Das Fahrgefühl an sich geht in Ordnung. Wobei meiner Meinung nach das Geschwindigkeitsgefühl nicht optimal portiert wird. Auffällig ist auch die Zweiteilung des Bildschirmes in zwei Hälften. Auf der oberen Hälfte habt ihr immer die aktuelle Streckenübersicht mit eurer Position abgebildet und unten eben das Renngeschehen. Ich habe diese Aufteilung jedoch als recht hilfreich empfunden, da man so genau weiß, wann eine scharfe Kurve kommt, aber das ist natürlich Geschmackssache. Etwas enttäuscht hat mich hingegen der Grand Prix Modus. Der ist natürlich im Prinzip das gleiche wie der Practice-Modus, allerdings fahrt ihr hier gegen andere Gegner inklusive seiner selbst. Auch hier könnt ihr an eurem Auto schrauben und so weiter. Problem ist jedoch, dass dieses Grand Prix-Gefühl nicht gut portiert wird. Die Gegner seht ihr nämlich nicht auf der Strecke, sondern nur euren Hauptgegner Senna. Das finde ich echt sehr schade, da so sehr viel Atmosphäre flöten geht. Immerhin könnt ihr euren Spielfortschritt in Passwortform speichern. Und das braucht ihr auch, da sich die Rennen mit 6 Runden echt in die Länge ziehen können und auch nicht gerade einfach sind. Zumindest aus meiner Perspektive, der jetzt allerdings auch nicht viele Rennspiele normalerweise spielt. Also ist diese Aussage natürlich mit etwas Vorsicht zu genießen. Technisch ist das Spiel auf jeden Fall solide umgesetzt. Wie schon angesprochen, ist die Bildschirmaufteilung etwas gewöhnungsbedürftig, aber läuft alles jederzeit flüssig. Grafisch wird einem hier das geboten, was man von einem Handheld-Rennspiel der Zeit erwarten kann. Die Soundeffekte schließen sich dem eigentlich an. Nichts Besonderes, aber das, was man erwartet. Was taugt Ayrton Sennas Super Monaco Grand Prix 2 für den Game Gear heute noch? Für mich ist es ein solides Rennspiel. Die Technik stimmt und es wurde auch versucht, durch die Anpassung am Auto etwas Tiefe hineinzubringen. Nur ist für mich der Grand Prix Modus leider nicht sehr gut umgesetzt worden, da einfach auch optisch die anderen Autos fehlen. Das gehört für mich doch irgendwie dazu. Abgesehen davon ist das Spiel aber durchaus zu gebrauchen, nur eben kein Mega-Hit. Also auf jeden Fall solide. Das war der Test zu Ayrton Sennas Super Monaco Grand Prix 2 für den Game Gear. Puh, was für ein Name. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.